Hallo Leute, ciao von der Ungo. Leider ganz kurz, vielleicht leider nicht, vielleicht sind einige zufrieden, dass es kurz sein wird, aber ich bin hier heute zu Hause ohne Internetverbindung, ohne Telefon sogar noch. Mein Telefon funktioniert nicht. Ab gestern habe ich die gleichen Probleme. Ich habe an die Techniker von Telekom angerufen und die wissen nicht, wenn jemand kommen kann. Das ist ganz witzig, weil die haben mir erklärt, dass jemand wird mich vermutlich anrufen auf dem Handy, das ist das Einzige, was funktioniert, und sie werden mich fragen, ob hier zu Hause genug Platz ist, damit, wenn er herkommt, er nicht in der Nähe von jemandem stehen muss, also für diese Coronavirus-Sicherheitsabstände. Falls das nicht möglich wäre, dann kommt keiner. Oder falls einer die Masken fertig hat oder so, kann auch nicht kommen, weil das wäre keine Sicherheitsarbeit. Okay, ich hoffe, dass die Leute hier noch genug Masken haben. Soweit hat mich keiner angerufen, aber okay, ich bin da. Aber das hat mit Training nicht so viel zu tun. Was will ich aber sagen? Nachdem wir die Training-Weltmeister in voller Form gelauncht haben, offiziell in Deutschland, habe ich natürlich einige Anfragen bekommen und einige haben mich genauer gefragt, warum eine Cloud-Server und wie viel das kostet ungefähr, okay? Und auch wie die Dimensionen und so weiter und so, also Hardware und so weiter, was sein soll. Gut, welche Cloud-Server ist nicht so wichtig. Ich meine, ich habe eine hier in Italien, aber ich hoffe, dass keiner aus Deutschland sich hier in einen anmeldet für diese Cloud-Server. Es gibt sehr viele Angebote, auch in Deutschland und überall in der Welt. Cloud-Server, wenn man auf dem Globex-Markt arbeitet, könnte natürlich besser sein in den USA, aber mit Strategien, die nicht High-Frequency-Trading sind, ist es auch nicht so wichtig, dass wir in der Nähe von der Börse sitzen oder wenn wir hier auf der anderen Seite von der Welt sind. Das ist auch nicht so wichtig. Die Geschwindigkeit von Licht ist begrenzt, aber auch nicht so langsam, dass wir die Info von Europa nach USA zu spät bekommen. Okay. Im Fall, okay, in den USA wäre es besser, wenn man bei CME oder Globex oder New York Exchange arbeitet. Aber das ist auch nicht die wichtigste Sache. Wichtig ist, dass man einen Cloud-Server hat, wenn man automatisiert handelt. Warum? In diesem Moment, ich habe jetzt seit einigen Tagen mehrere Strategien wieder eingeschaltet, nach dem Sturm von der Volatilität, was wir hatten. Und diese Strategien in diesem Moment arbeiten. Ich habe gerade ganz kurz kontrolliert von meinem Mobil, ob alles noch in Ordnung ist. Und es ist wirklich schwierig, glaub mir, auf dem Handy zu kontrollieren, wie es geht. Die großen Finger auf dem kleinen Handy haben Schwierigkeiten und meine Sicht ist nicht mehr die von 20 Jahre alt war und da habe ich immer ein bisschen Probleme, das richtig zu lesen, muss ich vergrößern, aber dann funktionieren die Klicks nicht, das ist wirklich furchtbar. Aber wichtig ist, dass die Strategien am Moment laufen können. Warum? Weil die Leute von der Cloud Server haben nicht meine Probleme mit Internetverbindung und so weiter. Ich könnte heute hier von zu Hause nichts tun. Und es ist nicht so wichtig, dass ich nicht tun könnte. Das heißt, okay, dann hast du Urlaub. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber das Problem ist, wann die Strategien schon arbeiten, wann sie euch für die Positionen haben und so weiter. Und wenn man dann plötzlich nicht mehr hingreifen kann. Das heißt, wenn ich jetzt plötzlich aufstehe und ich kann nicht meine Plattform pflegen, weil ich keinen Zugang habe. In dem Fall ist eine Cloud-Server natürlich eine Hilfe. Dort funktioniert alles noch problemlos. Und ich kann von dem Mobil mit den großen Finger, und meine Tochter fragen, sie ist 8 Jahre alt, sie hat kleinere Finger, muss mal die Hilfe fragen. Und sie sieht auch besser, sie hilft mir manchmal hier auf dem Laptop. Sagt, Papa, wenn du etwas Kleines lesen musst, dann hol mich, ich kann dich helfen. Ja. Aber ich muss mal eher fragen. Aber ich kann eventuell was tun, was ich nicht könnte ohne Cloud-Server. Was kostet ein Cloud-Server? Die Kosten, die Preise von einem Cloud-Server sind natürlich verbunden mit der Kapazität, mit den Spezifikationen von dieser Cloud-Server. Ich zahle ungefähr im Schnitt so ungefähr 100 Euro pro Monat, was nicht wenig ist, aber auch nicht zu viel. Ich könnte auch weniger zahlen, wenn ich etwas Kleineres hätte. Ich rechne natürlich mit der Kapazität von
eine Klausel haben, die auch mit mehreren Strategien, 20, 50, 80, 100 normal arbeiten könnte. Wenn einer nur 4-5 Strategien hat, also 4-5 Charts, da kann auch vermutlich mit etwas kleiner arbeiten. Ich zeige dir hier oben die Spezifikation, also Festplatte und RAM, CPU und so weiter, was ich habe. Das ist nur eine Idee. Ich meine, es könnte weniger sein, es könnte auch viel mehr sein, aber das ist nur, damit du Ahnung hast, um was wir reden. Auch das Windows Server 12 ist eine Möglichkeit, die hier angeboten wird, aber auch andere Konfigurationen sind natürlich in Ordnung. Das ist nicht ein Must für Multicharts und so weiter. Das ist nur eine Idee, damit ungefähr weiß, um was es geht. Und das kostet ungefähr, wie gesagt, bei uns 100 Euro pro Monat. Ich habe gehört, dass das teuer an einige aussieht. Das heißt, es gibt vermutlich billigere Angebote, aber ich bin zu faul, diese zu suchen. Okay? Ich bin ein fauler Mann und das kostet manchmal Geld. Aber ich glaube, man kann auch mit weniger rechnen. Ich habe nur einmal einen Server in den USA gesehen, also als Server, das heißt nicht Cloud-Server, Server, Physikal-Server, könnte ich ungefähr dieselbe Kosten haben, nur bräuchte ich jemanden, der es für mich konfiguriert, weil ich zu doof und zu faul bin dafür. Aber das ist auch kein Problem, ich habe Leute in unserer Akademie, die das machen könnten für mich, und dann muss man eine Windows-Lizenz kaufen oder bieten, aber bei der Cloud-Server ist das schon alles im Paket drin. Aber generell war es ungefähr dasselbe und mein Freund hier, mein Kumpel in der Ungar Academy, sagt, dass ein Privatserver besser ist als ein Cloud-Server. Mit demselben Preis hat man eine höhere Performance. Aber nur zu sagen, dass es natürlich andere und bessere Angebote gibt als das, was ich hier dir zeige, was ich für mich nutze. Das war's heute. Ich hatte es kurz, hatte es versprochen. Ich kann dir nicht so viel zeigen, weil ich, wie gesagt, nicht verbunden bin. Ich werde jetzt versuchen, dieses Video durch das Handy hochzuladen. Hoffentlich klappt es und ich hoffe, wir treffen uns bald wieder nächste Woche wieder mit Internetverbindung von meinem Hauptrechner. Ciao Leute, ciao von Raunge und vergiss nicht, dich zu abonnieren, meinen Kanal. Ciao, bis nächste Woche.